Ihr habt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, euch einen Mann auszusuchen, wo ihr sagt, oh, der gefällt mir aber besonders gut, den möchte ich gerne kennenlernen. Pia, wir fangen mit dir an. Ich nehme den von links, den vierten. Aus allen hat er so rausgeschaut und ich denke so, mit dem ganze Lachen. Oh, komm, Kätzchen. Hi. Hi. Ja. Julian, hi. Hi. Es wird auf jeden Fall eine magische Zeit. Okay. Also ich denke, er ist wirklich so richtig locker, cool drauf und hat auf jeden Fall mir ein Lächeln ins Gesicht wieder versetzt nach der Verabschiedung. Darf ich fragen, was er dir ins Ohr geflüstert hat? Ja, es wird eine gute Zeit und ja, es wird magisch. Michelle, du bist dran. Ich habe gleich abgecheckt, ob da irgendwer dabei ist, der meinem Freund irgendwie ähnelt. Und ja, habe ich auch einen gefunden. Ich nehme den zweiten von hinten rechts. Ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit dir. Dankeschön. Wie ist das jetzt für euch, wenn auf einmal so eine andere Kette drüber ist? Lustig. Ja. Gut, dann machen wir mit deiner Kette weiter. Ich bin ja gespannt, welche Kette ihr zuerst ablegt. Siria, für welchen Mann entscheidest du dich denn? Ja, es sind schon ein paar Hübsche dabei, auf jeden Fall. Da gibt's einen. Der hat sehr Ähnlichkeit mit Davide. Für den ganz links im weißen Hemd. Also Davide würde ich jetzt sagen, ich hab's gewusst. Vielleicht auch ein Italiener? Südländer auf jeden Fall. Ja. Mit dem Single-Mann, denke ich, werde ich eine coole Zeit haben. Wir werden Spaß zusammen haben. So, jetzt. Ich freue mich auf unser erstes Gespräch. Okay. Jetzt hast du zwei Herzketten umhängen. Die eine kommt vom Herzen. Und die andere? Fürs Abenteuer? Ja, gut. Wir werden sehen. Hanna, jetzt darfst du dir einen Mann aussuchen. Die Single-Männer sind auf jeden Fall attraktiv und sexy auch. Ich nehme den im grünen Hemd, der dritte von rechts. Hi. Hi, Hanna. Ich wusste gleich, du hast Geschmack. Dankeschön. Schon vom Aussehen ein bisschen wie Till. Ja, schon ein bisschen. Ich finde, dass er eine sehr sympathische Ausstrahlung hat. Ich persönlich finde sie ja alle gut. Die strahlen, die haben richtig Lust auf euch.